Knappe 24 Stunden vor der großen SCM-Saisoneröffnung in der Getek Arena waren die Sponsoren dran. Am 16. August traf man sich bei Stern Auto Magdeburg. Das ist schon Tradition. Und ebenso traditionsgemäß kamen alle, die Rang und Namen haben. Freunde, Unterstützer, Politiker und die Handballer waren da. Natürlich samt DHB-Pokal. Dankeschön. Die Veranstaltung auszurichten war für das Team von Stern Auto Magdeburg rund um die Centerleiterin Astrid Stolze wie immer eine Freude. Hier ist man stolz, den Verein schon seit vielen Jahren zu unterstützen. Wir sind sehr stolz, dass wir schon Sponsor der ersten Stunde waren und seit 25 Jahren den SCM e.V. und natürlich die Profi-Handballabteilung sponsern. Der SCM ist das Markenzeichen der Stadt Magdeburg und auch über die Stadt hinaus im gesamten Land, über die Landesgrenzen hinweg bekannt und passt hervorragend als Premium-Marke des Sports zu unserer Premium-Marke Mercedes-Benz. Neben anregenden Gesprächen und nettem Beisammensein stand aber natürlich auch ein offizieller Teil auf dem Programm. Moderiert von Stefan Michme kamen neben Innenminister Holger Stahlknecht, SCM-Manager Marc-Henrik Schmidt und Sportdirektor Steffen Stiebler auch die beiden SCM-Neuzugänge Christian O'Sullivan und Daniel Pettersson zu Wort. Selbst vier unserer fünf Olympia-Handballer meldeten sich mit besten Grüßen aus Rio. Wir kämpfen gerade um eine Medaille oder hoffen, dass wir es uns selbst nach Magdeburg bringen können. Wünschen euch alles Gute, Freunde, schon auf die nächste Saison und liebste Grüße aus Rio. Die MDCC überraschte mit einer besonderen Aktion. Das Final Four-Trikot von Kapitän Fabian van Olfen soll im Internet unter den Hammer kommen. Der Erlös wird für den Wiederaufbau des Katharinenportals gespendet. Der Tippspielgewinner der vergangenen Saison wurde natürlich auch gekürt. Michael Schönewolf von Wiesenhof war der Glückliche, der den Pokal vom sportlichen Leiter Steffen Stiebler entgegennehmen konnte. Ziel für die neue Saison ist von Vereinsseite aus natürlich zuerst eine bessere Platzierung in der Liga. SCM-Präsident Dirk Roswandowitz wünscht sich aber auch etwas von den Fans. Ich wünsche mir einfach, dass die Fans auch, wenn es mal nicht so läuft, die Mannschaft mal von sich aus unterstützen. Da wird oft erwartet, dass die Mannschaft zuerst den Impuls geben muss. Man sieht in anderen Hallen, man sieht in anderen Sportarten, dass auch der Impuls von den Zuschauern kommen kann. Und nicht nur dann, wenn eine kritische Schiedsrichterentscheidung ist, sondern da gibt es einen Teil in der Halle. Aber wenn wir da uns noch verbessern, dann ist es vielleicht manchmal die 3%, die noch fehlen, um vielleicht an die 100 ranzukommen.